Es gibt in dieser Welt Kriminelle, die haben viel, viel mehr Geld als jeder Ladendieb. Und das ist unsere Politik. Und genau deswegen ist es für den Kampf gegen die politische Kriminalität und für die Freiheit in unserer Welt wichtig, dass wir das Bargeld erhalten. Deswegen zahlen Sie mit Bargeld, wann immer Sie können. Nutzen Sie Bargeld und lassen Sie es sich bei Gott nicht verbieten. Und wenn es Ihnen richtig wichtig ist, dann kommen Sie mittwochs mit uns auf die Straße, weil Bargeld heißt Freiheit. Ganz einfach. Darf ich dich ganz kurz zu deinem Thema Bargeld? Ich bin ja voll bei dir, eigentlich bei allem, was du gesagt hast. Nur mit dem Bargeld, ich habe halt die Gedanken, ja, Bar zahlen alle, aber hilft es wirklich was? Wir erleben doch seit Jahren, wenn die Politik was durchdrücken will, dann drückt sie es durch. Glaubst du, dass es wirklich, ohne dass ich pessimistisch sein will, was ändert, wenn die Leute Bar zahlen? Ich glaube schon, weil es hat ja auch was geholfen, dass die Leute sich nicht haben impfen lassen. Ich sag, das Beste ist immer auf die Straße zu gehen, ja? Also ich kann, wenn ich es mir aussuchen könnte, die Leute zahlen unter der Woche die ganze Woche mit Karte und gehen zu Hunderttausenden einmal am Mittwoch mit uns auf die Straße fürs Bargeld, dann wäre das meine Lösung, ja? Aber wichtig ist es halt für die Menschen, die nicht auf die Straße gehen wollen, dass sie das im Alltag implementieren. Ja, es gab ja auch ganz, ganz viele Menschen, die waren nicht geimpft und sind trotzdem nicht auf die Straße gegangen. Ja? Die müssen natürlich in die Sichtbarkeit kommen. Und wenn die sehen, dass die ganzen Transaktionen mit Bargeld gemacht werden, auch wenn der Staat für die Bargeldtransaktion natürlich nicht sehen kann, was genau der Vorteil davon ist, dann ist das ein erster Schritt und ein wichtiger Schritt. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist. Okay, ja, wie gesagt, ich will die Wichtigkeit nicht absprechen. Ich habe nur die Gedanken, man sieht, wie die Politik eigentlich alle Wünsche von Initiativen wie euch oder das in ganz Deutschland ignoriert. Ja, deswegen sage ich, die beste Lösung ist immer, alle auf der Straße, dann knickt die Politik ganz schnell ein, das hatte ich ja auch gesagt. Wenn der gesellschaftliche Druck auf der Straße hoch genug ist, ist die Politik ganz schnell wieder auf der Linie der Bürger, wo sie eigentlich sein sollte. Ja, und man sieht ja jetzt auch in Brandenburg, dass Wahlen ja auch den Nerv ziehen, wie man jetzt sieht, dass die grüne Führungsspitze da zurückgetreten ist aus Frust über das Wahlergebnis, oder? Oder glaubst du, ist das was anderes gewesen? Ja, also für mich... Da wird ein Kopf abgeschnitten und da wächst ein neuer nach. Ja. Das sagen viele, ja. Von daher, wer auch immer da jetzt am Ende dann dasteht und wird gleiche Politik laufen, oder? Ja, die Politik wird gleich sein. Ich glaube auch, dass, und das ist eine ganz differenzierte Meinung, dass ein Herr Friedrich Merz kein Bundeskanzlerkandidat ist, ja. Aber Herr Söder auch nicht, oder? Ein Herr Söder auch nicht. Eigentlich haben wir keinen fähigen Mann in der deutschen Politik. Naja, punkto Ausbildung und alles könntest du ja du machen. Ich glaube, du hast da mehr zu bieten als manche Politiker momentan, oder? Ich hab nicht studiert, muss ich gestehen, aber ich habe zumindest mal 4 Jahre richtige Berufserfahrung. Und ja, durchaus. Also ich... Und nicht als Küchenhilfe, oder? Nicht als Küchenhilfe. Soll man auch nicht diskreditieren, also ist auch ein toller Job. Grundsätzlich könnte ich das auch machen, aber ich würde ja keine Lobbygelder annehmen. Ja? Also und vor allem, was würde MSA ohne dich machen? Ja, ich würde mich nicht schmieren lassen und das Problem wäre dann würde ich zu schlecht verdienen. Das ist ganz einfach. Okay. Ich glaube, das ist ein Thema, was sich durch unsere Politik durchzieht. Und genau deswegen sage ich auch, ein Merz und ein Söder, das sind keine Kanzlerkandidaten, weil das sind sehr, sehr gute Lobbyvertreter. Also wenn ich in der Lobby wäre, dann wüsste ich, wen ich beauftragen soll. Aber wenn man einen Ex-Investmentbanker, einen Ex-BlackRock-Chef zum Kanzler macht, dann... Und jetzt eine Frage, die frage ich dich ganz schnell, bitte antworte auch schnell, ist ja nicht bindend, ist ja subjektiv. Wer wäre dann für dich eher Kanzler, jetzt auch wenn sie nicht die Möglichkeiten haben oder so, Wagenknecht oder Höcke? Beide nicht. Beide nicht? Beide nicht. Beide nicht, okay. Beide nicht. Auch eine Aussage, ja. Also für mich beide nicht, also...
Ja, gibt es dann überhaupt irgendwen momentan, den du dir vorstellen kannst, dass er die deutschen Interessen der Bürger fair und gut als Kanzler vertritt? Braucht man überhaupt zwingend einen Kanzler? Kann man es nicht über direkte Demokratie lösen? Ja, aber dazu brauchst du erst eine Mehrheit, die das einbringt. Das ist ja das. Das ist ja das Problem. Melchior Ybing hat ja dafür darüber auch oft gesprochen. Grundsätzlich braucht man eigentlich jemanden, der neutral ist und der einfach nur vertritt, der keine eigene Meinung hat. Das ist das Problem für mich am Parteiensystem. Man braucht eigentlich jemanden, dem die Parteien und all das total egal ist, der dieses... Die Basis wäre ja dazu mal angetreten, um in die Politik als Partei zu kommen und dann dieses Parteisystem abzuschaffen. Aber so wirklich klappen tut es ja auch nicht, oder? Nein, leider nicht. Aber es ist schwierig. Wir befinden uns in Deutschland in der Politik in einer tiefen Krise. Wir haben keine richtig guten Politiker in den Top-Positionen. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, aber es will natürlich auch keiner machen. Aber es gibt einfach ein paar, also wenig. Es gibt natürlich viele Persönlichkeiten, die ich spannend finde, ja. Aber die sind halt leider nicht in der Politik. Und sie haben sich in der Politik versucht, haben sich die Finger verbrannt, sind wieder raus. Und das ist schade und das ist unser Problem gerade. Und woran liegt es, glaube ich? Ich meine, Deutschland hatte ja schon mal ganz stabile Kanzler früher. Ich sage jetzt bewusst Kanzler und nicht Kanzlerinnen. Woran liegt es, glaubst du, dass sich das so ins Negative verändert hat? Man will es nicht mehr. Man will keine starken, charismatischen Politiker mehr in diesen Wer Positionen. Wer ist Mann? Mann sind, glaube ich, viele, viele große Unternehmen, die da... Die Strippenzieher. Sagen wir die Strippenzieher, ja. Andere sagen Elite. Ich sag immer gerne die Puppet Masters. Master. Aber die wollen das. Das ist nicht gewollt. Und man tut sich natürlich auch leicht, wenn man jeder gut qualifizierten Person einfach ein schönes Jahresgehalt zahlt und sie zum Vorstand macht. Kein Wunder, dass man dann alle, die nicht so fähig sind, halt in der Politik ändern. Okay. Ja gut, dann sage ich danke, dass du dir Zeit geschenkt hast, ohne hier mitzuskandieren, aber gehört auch dazu. Ich danke dir recht herzlich und vielleicht sehe ich dich ja irgendwann mal, zumindest in der Kommunalpolitik. Schauen wir mal, dann sehen wir es eh. Jetzt sammle ich mal noch ein bisschen Lebenserfahrung, weil die braucht man für die Politik. Zumindest wärst du ein Hübscher in der Politik. Ja, deswegen wahrscheinlich schon disqualifiziert. Be thankful, be hopeful, be loveful, enjoy your life.